Ich habe die Einladung von Professor Kriegel sehr gerne angenommen, um etwas über die Ergebnisse der Retriever-Studie zu sagen. Kurz ein Überblick zu dem, was ich in dem Vortrag abdecken möchte. Ich beginne mit einer kleinen Einleitung dazu, was Legionellen sind, und werde auch kurz etwas zur Legionellose-Epidemiologie sagen. Gehe dann kurz und vereinfacht auf die Grundzüge der Trinkwasserverordnung ein, um dann vielleicht die impliziten Grundannahmen der Trinkwasserverordnung aufzuführen, die wir dann in der Letriva-Studie versucht haben, etwas zu beleuchten. Was sind Legionellen? Legionellen sind wasserwürdige Bakterien, die sich, das wissen Sie sicher alle, bei 25 bis 45 Grad wohlfühlen und da gut proliferieren. Nach Inhalation können sie eine Pneumonie verursachen, das ist dann die sogenannte Legionärskrankheit. Eine Laborbestätigung einer Legionelleninfektion ist an das Gesundheitsamt melde- und von dort an das RKI übermittlungspflichtig. Fälle von Legionärskrankheit werden jetzt von der Exposition her vor Symptombeginn unterteilt in reiseassoziierte, krankenhausassoziierte und ambulant erworbene Fälle von Legionärskrankheit. Letztere werde ich abkürzen als ALK. Im letzten Jahr hatten wir etwa übermittelt bekommen 1.300 Fälle von ALK, und die umfassen so ganz grob 70 bis 80% aller übermittelten Fälle. Die Letalität, das heißt der Anteil der Fälle, die versterben, beträgt etwa 5%. Das ist schon recht viel. Fast alle Fälle von ALK, das ist auch gut zu wissen, treten sporadisch auf. Das heißt, die sind nicht mit einem Ausbruch assoziiert. Ich werde mich jetzt also vorwiegend auf die ambulant erworbenen Fälle von Legionärskrankheit befassen. Zur Klassifikation: Es gibt die Speziesebene, darunter auch noch die Serogruppenebene. Man kann sie dann auch noch nach dem monoklonalen Antikörpertyp unterscheiden und auch aufgrund genomischer Analyse in sogenannte Sequenztypen. Ein Beispiel eines Stammes, der so benannt ist, wäre Legionella pneumophila der Serogruppe 1 oder also SG1, der MAP31 positiv ist und dem Sequenztyp 182 angehört. Dabei ist wichtig zu wissen, dass MAP31 positive Legionellen als virulenz assoziiert gelten. Ein Ausdruck dessen ist zum Beispiel, dass alle Ausbrüche, die bekannt sind, durch MAP31 positive Stämme verursacht wurden und die natürlich aufgeklärt wurden. Ist ja auch nicht immer gelungen. International wurde auch in Studien, selbst wenn man sich also viel Mühe gegeben hat, nur etwa in 5 bis 10% der ALK eine Infektionsquelle gesichert. Hier ist dabei zu sagen, genotypisch gesichert, weil das dann als Mittel der Wahl angesehen wurde, also ein Vergleich der Sequenztypen sowohl beim Patienten als auch in der Infektionsquelle. Ich sage Ihnen nachher, welchen Ansatz wir gewählt haben. Dabei ist die Liste möglicher Infektionsquellen recht lang, und es gibt auch immer wieder, leider, also vor allem in Einzelfällen, dann den Nachweis auch neuer Infektionsquellen. Beispiele aus der neueren Vergangenheit sind zum Beispiel in einem Wasserreservoir eines Wohnmobils, eine Autowaschanlage oder auch in sogenannte Geburtsbadewanne. Es besteht aber insgesamt die starke Vermutung, dass sich ein Großteil der ambulant erworbenen Fälle von Legionärskrankheit über Trinkwasser ansteckt. Die Trinkwasserverordnung an sich besteht ja schon seit über 20 Jahren, aber es gab eine Reform und Überarbeitung 2011, und ab da wurde eben verlangt, dass sogenannte Großanlagen, die eben zur Trinkwassererwärmung, die eben über 400 Liter Speicher haben oder wo das Rohrvolumen über 3 Liter beträgt, bis zur Zapfstelle, bei denen das Warmwasser zum Beispiel über Duschen aerosolisiert wird, bei öffentlichen Installationen jährlich bzw. kommerziellen dreijährlich auf Legionellen getestet werden. Und dabei gibt es das sogenannte Indikatorprinzip, das heißt, es wird der sogenannte technische Massenwert angelegt von 100 koloniebildenden Einheiten oder KBE
pro 100 Milliliter. Wenn diese überschritten ist, ist eine Meldung an das Gesundheitsamt Pflicht. Und dieses sorgt dann dafür, dass die entsprechende, das Trinkwassersystem, die Installation inspiziert wird, eine Gefährdungsanalyse erfolgt und je nachdem dann auch eine Sanierung erfolgt. Es sind auch abgestufte Maßnahmen vorgeschlagen. Eine hieraus ist, wenn die Legionellenkonzentration sogar 10.000 KBE pro 100 Milliliter übersteigt, soll eine direkte Gefahrenabwehr erfolgen. Das heißt in diesem Fall ein Duschverbot für die Bewohner des Gebäudes. Dabei beschränkt sich die Verantwortung des Betreibers auf die Hauptleitung oder die Steigleitung, also nicht auf den Stock, auf die Stockwerksanschlussleitung, wird auch salopp Endstrecke genannt. Die Kosten für die Umsetzung der Trinkwasserverordnung sind nicht gut bekannt. Ich kenne nur eine Quelle. Dabei wird das auf jährlich 500 Millionen Euro geschätzt. Ganz kurz schematisch, wie eine sogenannte Zirkulationsleitung funktioniert. Das Kaltwasser kommt herein, wird dann im Trinkwasserwärmer erwärmt und das ausgehende Rohr befördert das Wasser, also die Steigleitung empor auf die verschiedenen Stockwerke des Gebäudes, und das nicht verbrauchte Wasser geht dann über eine Zirkulationspumpe dann wieder zurückgepumpt zum Trinkwassererwärmen und dort wieder aufgeheizt. Dieser Teil ist dann auch trinkwasserverordnungsrelevant, nicht aber die Verbrauchsstellen, also was ich vorhin Endstrecke genannt hatte, wo es also die Leitungen von der Endstrecke abgehen und zu den Verbrauchern führen. Der Fokus der Trinkwasserverordnung ist also zusammengefasst auf dem häuslichen Trinkwasser im Wesentlichen, auf den Großanlagen, die untersuchungspflichtig sind, wie gesagt, es sei denn, der Trinkwasserwärmer befindet sich in ein oder zwei Familienhäusern, ganz egal wie groß dann der Trinkwasserwärmer ist, auf durch Duschen generiertes Aerosol. Die Legionellenkonzentration spielt eine Rolle über dieses Indikatorprinzip und eben der Fokus liegt auf der Hauptleitung oder den Steigstrang. Und es wird quasi so implizit gehofft, dass durch alle diese Elemente es die Auftreten von Legionärskrankheit primär verhindert werden kann. Hier sehen Sie die Anzahl der Fälle von Legionärskrankheit, die an das Robert-Koch-Institut übermittelt wurden, ab 2010. In Blau und zwar aufgeteilt nach den vorhin genannten Expositionskategorien. In Blau die Fälle, die ambulant erworben wurden, wobei wir hier einen Anstieg sehen in den 10 Jahren danach und dann einen nicht ganz so starken Anstieg bei den reiseassoziierten Fällen, die, ja, das sehen Sie ganz gut, glaube ich, auch dann der Pandemie 2020, 2021 eingebrochen sind und die nosokomialen, also krankenhausassoziierten, pflegeheimassoziierten spielen eine untergeordnete Rolle. Es gab aber gerade bei letzteren auch einen leichten Anstieg in den letzten Jahren. Gut, was sind nun die Hypothesen, dass es zu diesem Anstieg kam, quasi trotz der Einführung der Trinkwasserverordnung? Eine wäre, dass hier der Klimawandel eine Rolle spielt. Eine zweite, dass insgesamt die Aufmerksamkeit bei Ärzten bezüglich dem Auftreten von Legionärskrankheit gestiegen ist und sie einfach häufiger testen auf Legionellen. Wir wissen, dass es eine nicht unerhebliche Dunkelziffer gibt, vielleicht die sicherlich mehrere tausend Fälle umfasst. Es kann auch sein, dass die Trinkwasserverordnung unzureichend umgesetzt ist und zuletzt könnte es sein, dass vielleicht die Annahmen der Trinkwasserverordnung noch einmal überprüft werden sollten. Und genau das haben wir so versucht, ein bisschen zu beleuchten mit der Letriva-Studie. Diese wurde gefördert durch das Bundesministerium für Gesundheit, durchgeführt von 2016 bis 2020, also der Feldteil der Erhebung der eigentlichen Daten. Neben dem Robert-Koch-Institut waren auch das Umweltbundesamt, das Konsiliallabor für Legionellen, das LAGESO, die 12 Berliner Gesundheitsämter und 15 Berliner Krankenhäuser Studienpartner. Es gab auch schon eine Reihe von Veröffentlichungen zu den Ergebnissen.
Es wurden folgende Fälle eingeschlossen. Es mussten erwachsene Berliner Meldefälle sein, die zwischen dem 1.12.2016 und 31.08.2020 übermittelt wurden oder gemeldet wurden. Sie mussten ambulant erworben sein, wobei wir hier die pflegeheimassoziierten Fälle mit eingeschlossen haben. Und in den 14 Tagen vor Symptombeginn, also in der Zeitraum, wo Sie wahrscheinlich die Infektion erworben haben, sollten Sie mindestens 4 Nächte zu Hause übernachtet haben. Es durfte kein Krankenhausaufenthalt gegeben haben. Und zusätzlich musste auch eine Kommunikationsmöglichkeit bestanden haben, auch im Sinne eines Verständnisses von der Beispiel der Fragen eines Fragebogens. Wir haben dann zu jedem auftretenden Fall versucht, 2 Kontrollpersonen zu rekrutieren, und zwar in erster Linie aus dem gleichen Krankenhaus oder wenn das nicht möglich war, aus dem gleichen Bezirk und dann auch zugeordnet nach Altersgruppe und zwar den Altersgruppen, die Sie hier sehen. Und die Kontrollpersonen sollten auch oder Vergleichspersonen sollten keine Pneumonie gehabt haben. Wir haben dabei 3 Typen von Infektionsquellen unterschieden. Einmal sogenannte externe oder außerhäusliche Quellen, zum Beispiel den Arbeitsplatz oder auch im Rahmen von Freizeitaktivitäten, Duschen bei Sportaktivitäten oder im Rahmen eines Schwimmbadbesuchs. Dann häusliche Nicht-Trinkwasserquellen. Beispiele wären hier eine Gießkanne, ein Wasserfilter oder auch ein Luftbefeuchter. Und zuletzt eben die häuslichen Trinkwasserquellen, wie zum Beispiel Dusche oder Wasserhahn im Badezimmer. Dieses Bild zeigt Ihnen zusammengefasst, welche Daten wir insgesamt erhoben haben. Ich versuche sie hier durchzuführen. Wir haben bei Fällen und Kontrollen bei einem anlässlich eines ersten Versuchs einen Fragebogen durchgeführt, der genau gleich war bei Fällen und Kontrollen. Wir haben auch bei beiden sogenannte Standard-Haushaltsproben aus dem Badezimmer entnommen, von der Dusche und auch vom Wasserhahn im Badezimmer. Und wir haben dann nur bei den Fällen, das ist eine Abweichung, weil es nur da Sinn machte, von möglichen und in Frage kommenden häuslichen Nicht-Trinkwasserquellen dann auch Proben genommen. Diese Proben gingen dann an das Labor des Umweltbundesamtes, wo es auf legionellen Konzentrationen untersucht wurde. Im Rahmen eines zweiten Besuches wurden weitere Trinkwasser im Rahmen einer weitergehenden Untersuchung entnommen. Das waren dann verblindete Spezialisten, die also dann das Haus auch besucht haben und dort eben also auch eine quasi professionelle Gefährdungsanalyse durchgeführt haben. Und dann haben wir bei eben nur bei den Fällen einmal auf Patientenseite angeregt, dass das behandelnde Krankenhaus eine weitere Urinprobe abnimmt. Die meisten Fälle waren über einen Urin diagnostiziert worden, über eine Urinprobe, sogenannte Urinantigen und dann eben auch eine respiratorische bzw. Atemwegsprobe. Die gingen direkt an das Konsiliallabor und falls auch eine sogenannte externe Quelle in Frage kam, haben wir versucht, dann von dort auch noch Wasserproben abzunehmen, die dann auch wieder erst ans Urballabor gingen und dann Kolonien wieder ans Konsiliallabor geschickt wurden, wo quasi diese ganzen Kolonien dann zusammengeführt wurden. Wir haben dann in der Auswertung auch 3 Evidenztypen unterschieden. Einmal eine mikrobiologische Evidenz, wo wir gesagt haben, also die Infektionsquelle wurde dem Fall zugeordnet, in einer relevanten Wasserquelle ein MAP31-positiver Typ identifiziert wurde oder wenn es sogar noch tiefergehende Informationen zu dem Stamm gab, also zum Beispiel zum MAP-Subtyp oder Sequenztyp und der auch mit der Umweltprobe verglichen werden konnten, dass diese dann gleich sein sollten oder sich nicht unterscheiden durften. Wir haben eine Cluster-Evidenz angewendet in dem Sinne, dass wenn also mindestens 2 Patienten mit einer Exposition zur gleichen Infektionsquelle innerhalb von 2 Jahren aufgetreten sind und schließlich eine sogenannte analytisch vergleichende Evidenz, wo wir die Exposition, wo die Häufigkeit von Expositionen unter Studienfällen, die über den Fragebogen erfragt wurde, mit denen bei den Kontrollen haben, wenn das signifikant höher bei den Fällen war,
dann wurde diese Exposition dann auch den entsprechenden Fällen als vermutlich oder wahrscheinlich Infektionsquelle zugeordnet. Für die Studienpublikation standen prinzipiell 486 Fälle zur Verfügung, die als RK übermittelt wurden. Da wurden 228 ausgeschlossen aufgrund der Kriterien, die ich Ihnen genannt hatte. Und weitere 111 lehnten eine Teilnahme ab. Das sind die sogenannten Non-Responder. Es verblieben dann 147 Studienfälle. Wir haben dann auch eine sogenannte Non-Responder-Analyse durchgeführt. Das ist guter epidemiologischer Usus, dass man auch vergleicht, wenigstens in den Grundvariablen ähneln sich die Responder, also die mitgemacht haben, die mitgemacht haben, den Non-Respondern. Das war möglich, zumindest bezüglich des Alters und des Geschlechts. Und da haben sie sich auch nicht unterschieden, dass man also davon ausgehen kann, dass die Studienfälle, die teilgenommen haben, auch in der Tat eine Stichprobe aus allen Fällen darstellen. Sie hatten sich allerdings bezüglich des Bezirks voneinander unterschieden. Sie waren im Mittel 68 Jahre alt und überwiegend männlich. Wir haben dann dazu 217 Kontrollen rekrutiert, die sich auch nicht unerwartet bezüglich des Matchings, auch bezüglich Alter und Bezirk nicht von den Fällen unterschieden. Auch bezüglich des Geschlechts gab es da keinen Unterschied. Ganz kurz zu den Typisierungsergebnissen bei den Studienfällen, wirklich sehr kurz zusammengefasst. Wir hatten auch bei 99% der Fälle, wo dies auswertbar war oder wo es Proben dazu vorlagen, auch lag ein MAP3-1 positiver Typ vor, was auch das bestätigt, was ich vorhin gesagt hatte, diese Virulenzassoziation. Bezüglich des sogenannten Sequenztyps war das nur bei einer relativ kleinen Zahl, lag diese Information vor bei 25. Da war bei nicht ganz der Hälfte der Fälle lag der sogenannte Berliner Klon vor. Das war der Sequenztyp 182 und in 14 Fällen waren das verteilt auf verschiedene andere Sequenztypen. Nun wollen wir diese vorhin genannten Annahmen einmal, wie gesagt, näher beleuchten, wie es also die Bedeutung von häuslichem Trinkwasser als wichtigste Annahme, als wichtigste Infektionsquelle. Und ich habe Ihnen hier zusammengefasst, wie sich die gesamten 147 Studienfälle aufteilen in diese genannten Kategorien. Wir haben also in 16% eine externe Infektionsquelle zuordnen können, in 6% eine häusliche Nicht-Trinkwasserquelle und also in der Tat als größtes Kuchenstück sozusagen häusliches Trinkwasser. Das ergibt in Summe 49%. Bei den restlichen 51% haben wir so gesehen keine Evidenz für eine Zuordnung einer Infektionsquelle. Wir sind aber davon ausgegangen, Abwesenheit einer Evidenz für externe oder nicht häusliche Nicht-Trinkwasserquelle, dass diese sich auch über das häusliche Trinkwasser angesteckt haben. Zum zweiten Punkt der Bedeutung der Großanlagen. Und könnte man also die Hypothese aufstellen, wenn die von sehr großer Bedeutung sind, dass sich 100% der Fälle auch mit Erwerb von ALK durch häusliches Trinkwasser, dass die sich also 100% davon von untersuchungspflichtigen Trinkwasserinstallationen versorgt werden. Das heißt, es wäre also so eine Grafik, dass man jetzt also sagt, der Anteil der Fälle, die in Gebäuden wohnen mit untersuchungspflichtiger Trinkwasserinstallation, ist völlig unabhängig von dem Anteil der Menschen in einer Region oder Stadt, die nicht in Gebäuden mit untersuchungspflichtiger Trinkwasserinstallation wohnen. Oder umgekehrt, der Anteil der Fälle in Gebäuden mit nicht untersuchungspflichtiger Trinkwasserinstallation sollte 0 oder nahe 0% sein. Gegenteil dieser Hypothese wäre, dass sich der Anteil der Fälle mit ALK, die in Gebäuden mit nicht untersuchungspflichtiger Trinkwasserinstallation wohnen, proportional dem Anteil der Menschen verhält in einer Region oder Stadt, die nicht in Gebäuden mit untersuchungspflichtiger Trinkwasserinstallation wohnen, verhält, dass das also quasi die Bevölkerung mehr oder weniger widerspiegelt. Nochmal die Hypothesen dargestellt. Wir haben nun also dann, das sind jetzt Daten aus dem Meldesystem. Das sind Daten, die wir seit etwa 3 Jahren erheben. Und dann das ausgewertet, zusammen auch mit den Daten aus der Letriba-Studie. Und da ist es so, das haben wir unterteilt bei den Fällen aus Berlin.
Da ist der Anteil der Fälle, die von einer nicht untersuchungspflichtigen Trinkwasserinstitution versorgt werden, etwa 40%. Dann etwas höher bei Fällen, die in einer Großstadt wohnen, die aber nicht Berlin ist. Ähnlich hoch bei Fällen aus einem Stadtkreis und dann etwas über 70% bei Fällen aus einem Landkreis. Das dann jetzt einmal noch über ein Korrelieren mit dem Anteil der Bevölkerung, der in ein oder zwei Familienhäuser wohnt, also die repräsentativ sind, wenn man so will, oder einen Ansatz geben, eine Idee geben dazu, dem Anteil der nicht untersuchungspflichtigen Trinkwasserinstitutionen versorgt wird, dann sehen wir in der Tat also diese Proportionalität, dass also die Hypothese, die wir aufgestellt haben, eher nicht zutrifft und auch eher gegen eine prädiktive Rolle dieser Untersuchungspflicht spricht. Wir haben das auch noch auf eine zweite Art und Weise untersucht, denn wir hatten ja sowohl bei den Fällen als auch bei den Kontrollen die Informationen innerhalb der Studie, ob sie über eine untersuchungspflichtige oder nicht untersuchungspflichtige Trinkwasserinstallation versorgt werden. Und wenn wir das einmal vergleichen, so ist der Anteil der Fälle innerhalb der Studie, die also von einer untersuchungspflichtigen Trinkwasserinstallation versorgt werden. Das ist in der blaue Teil des Balkens hier. Das ist dann etwa 56%. Das ist ja zwar etwas mehr als bei Kontrollen mit, ja, ich glaube, es sind 45%. Der Unterschied war jetzt aber nicht signifikant mit dem P-Wert von 0,06. Und gelbe Teil dieser Balken sind also die nicht untersuchungspflichtigen Trinkwasserinstallationen und deren Aufteilung in die Fälle, die also einen Durchlauferhitzer haben oder eine Gastherme oder sonstige Trinkwassererwärmung ist also auch nicht signifikant unterschiedlich bei Fällen und Kontrollen oder sprich ähnlich. Ich überspringe jetzt einen Punkt, zu dem komme ich aber dann gleich zurück. Ich behandle zuerst, widme mich erst der Frage der Rolle der legionellen Konzentration. Wir hatten ja, das hatte ich erwähnt, in den Haushalten diese Standard Haushaltsproben genommen. Das war vom Waschbecken eine sogenannte Zweck-C-Probe, das heißt ohne vorheriges Ablaufen des Wassers, so wie es vom Verbraucher verwendet wird, so ist es ja beschrieben. Wir haben einen Biofilmabstrich gemacht, noch eine Zweck-C-Probe nach Ablaufen 1 Liters genommen und dann von der Dusche auch eine weitere Zweck-C-Probe und auch einen Biofilmabstrich. So konnten wir also analysieren, welcher Anteil der Studienfälle wir überhaupt in einer dieser Standard-Haushaltsproben Legionellen finden. Und das war eben bei 59% der Fälle, sehr ähnlich bei den Kontrollen. Das Chancenverhältnis ist auch nicht signifikant. Der P-Wert ist 0,74. Bezüglich des Vorkommens von Legionellen einer Konzentration oberhalb von 100 KBE pro 100 Milliliter in mindestens einer der Standard-Haushaltswasserproben war die Prozentzahl gerundet auch gleich und somit auch nicht signifikant. Es gab aber dann einen deutlich signifikanten Unterschied mit einem P-Wert unter 0,001 bezüglich des Auftretens von MAP3-1-positiven Stämmen in einer dieser Proben beim Vergleich der Studienfälle mit den Kontrollen mit einem etwa 4,5-fach höheren Risiko, wenn also diese MAP3-1-positiven Stämme vorlagen. Sondern sagen kann, dass also keine Assoziation mit einer erhöhten Legionellenkonzentration und ALK gab, stattdessen aber eine starke Assoziation mit dem Vorkommen von MAP3-1-positiven Stämmen im Trinkwasser. Nur zu der Frage der Duschen oder des generierten Aerosols. Wir konnten einmal das Chancenverhältnis oder auch Odds Ratio genannt für das Vorkommen von MAP3-1 in Wasserproben von der Dusche bzw. von dem Waschbeckenhahn auswerten. Und das war in beiden Fällen signifikant erhöht im Sinne eines Risikos, vielleicht sogar etwas höher bei dem Wasser aus dem Waschbecken,
So gesehen da kein Unterschied oder kein Pro für die Dusche, wenn man so will. Der zweite Bullet, wir haben auch untersucht oder auch gefragt, ob die Fälle bzw. Kontrollen in diesem 14-tägigen Zeitraum geduscht haben, schlicht und einfach. Und da gab es sogar ein Odds Ratio von 0,4. Und wenn der also unter 1 liegt, dann ist das immer sogar als protektiver Wert zu werten, in Anführungsstrichen hier natürlich gesetzt, aber auch statistisch signifikant. Und vielleicht noch ein weiterer erwähnenswerter Punkt, aber auch ganz interessant. Wir hatten also 12 Fälle mit AILK, die sich wahrscheinlich oder vermutlich über häusliches Trinkwasser angesteckt hatten, wo weder die Fälle selbst noch deren Haushaltskontaktpersonen in den 14 Tagen vor Symptombeginn geduscht hatten. Und dabei waren 8 dieser Fälle also Single Households, also Einzelpersonen im Haushalt, und 4 weitere hatten noch eine weitere Person in ihrem Haushalt gehabt. Also hatte nicht mal eine andere Person im Haushalt geduscht, wo man hätte sagen können, dass darüber dann das ansteckende Aerosol hätte generiert werden können. Nur zum letzten Punkt, der Rolle der Hauptleitung oder dem Steigstrang. Ich habe hier nochmal links das schon vorhin gezeigte Schema der Zirkulationsleitung dargestellt. Und auf der rechten Seite zeige ich Ihnen jetzt, welcher Anteil der Proben, und zwar bei einem Subset der Fälle, und zwar den Fällen, wo wir in irgendeiner Wasserprobe einen MAP31-positiven Stamm gefunden haben. Und wir sehen jetzt, dass bei 8% der Proben, die aus quasi aus der Hauptleitung genommen wurden, dann auch MAP31-positive Stämme gefunden wurden. Das war aber schon deutlich höher bei den Endstrecken in dem Gebäude. Und wenn wir uns dann noch einmal fokussierter die Endstrecken der Fälle mit Legionärskrankheit ansehen, dann stieg dies sogar an auf 63%. Fasse also zusammen, die Mehrheit der Fälle mit einer evidenzbasierten Infektionsquelle hat sich in der Tat wahrscheinlich über häusliches Trinkwasser infiziert. Insofern richtig in Anführungsstrichen oder bestätigend, dass sich die Trinkwasserverordnung darauf konzentriert. Großanlagen in kommerziell genutzten Mehrfamilienhäusern sind aber möglicherweise nicht der richtige Ansatz oder nicht mehr, weil wir die Daten von 2011 bis 2015 und auch außerhalb von Berlin ja nicht kennen. Man sollte vielleicht auch neben Duschen auch andere aerosolgenerierende Infektionsquellen in Betracht ziehen. Da wäre weitere Forschung notwendig. Wir hatten einmal ein bisschen probatorisch zum Beispiel auch von der WC-Spülung Proben genommen. Die waren auch, da hat man 18% zumindest Legionellen gefunden. Auch der Siphon kommt unserer Meinung nach in Betracht. Deswegen ist ja auch fließendes Wasser oder Waschbecken bei vielen Intensivstationen auch verbannt worden. Da hatten wir auch aus dem quasi Urrohr des Siphons in 25% Legionellen gefunden. Aber wie gesagt, das waren nicht umfassende Proben. Das hatten wir nur mal probatorisch genommen. Und bezüglich der Legionellenkonzentration konnten wir also nicht bestätigen, dass das per se das Risiko für den Erwerb einer Legionärskrankheit erhöht, sondern dass vielmehr der vorliegende Legionellenstamm, also hier insbesondere der MAP31-positive Stamm, da eine maßgebliche Rolle spielt. Und vielleicht sind auch Überlegungen, ob vielleicht Proben aus der Endstrecke bezüglich der Erfassung eines Risikos da ertragreicher sind als Proben aus der Hauptleitung. Ich möchte beenden mit einer Danksagung, insbesondere das wunderbare Letriva-Team und des Weiteren den Kolleginnen und Kollegen vom Umweltbundesamt, dem Konsiliarlabor für Legionellen, den Berliner Gesundheitsämtern, den Berliner Krankenhäusern, die kooperiert haben, und last but not least der Hygieneinspektionsstelle für Trinkwassersysteme. Und natürlich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.